Moin Moin, liebe Seniors, liebe Seniorinas, liebe Fabrikbesitzer und solche, die es noch werden wollen. Wir sind wieder am Start. Ich werde jetzt hier diese fetten Kabel herstellen und ich glaube, ich werde den Stahlbereich auch einfach nochmal hübscher machen. Einfach weil das jetzt echt schlecht durchrechnet ist und wir halt diese Rahmen dazu langsam herstellen. Hast du was dagegen, wenn ich den Stahlbereich nochmal umdödel und nochmal durchrechne? Sei dir gegönnt. Okay. Und du hast deinen eigenen Plan da hinten? Ja. Was machst du? Dich mit dem Erz noch rumärgern? Ja, ich denke, ich erforsche jetzt das nächste von dem Erz und mit und wieder das weiter noch verarbeiten müssen. Ich mache einfach eine Produktionsreihe damit, auch wenn ich nicht den Platz habe, um es momentan voll auszunutzen, aber ich bastel damit einfach. Man arrangiert sich damit und guckt mal, wo man landet. Ja. Okay, dann machen wir das. Dann hat jeder von uns seinen Plan. Ich freue mich nicht wirklich drauf, hier jetzt alles mal abzureißen, aber es muss sein. Oh. Ja, ich mache das alles nochmal schöner. Hilft nichts. Was hast du Schönes gefunden? Power Poles MK2. Oh. Power Switches, AI-Limiter, Ziplines, Blade Runners und Smart Splitters. Oh, das hört sich alles gut an. Tja, und das kann ich alles jetzt erforschen. Nice. Passt. Ja, dann würde ich es bauen. Ja, guck mal, ob du ein grünes Red Bull hast. Finde ich gut, Jenny. So, ja, wie gesagt, das wird jetzt hier ein großes Unterfangen, weil ich einfach nochmal alles abreiße und dann nochmal von klein auf anfange. Aber ich habe ja jetzt zum letzten Part auch ein bisschen, gerade wegen den Schnecken und so, auch ein bisschen den Überblick verloren, was ich hier eigentlich genau mache. Das habe ich noch nie gesehen. Ich glaube, das andere Teil hier, was ich dafür brauche, können wir noch nicht herstellen. Left Control und dann. Ah. Nee. Dafür brauche ich Copper und Quickwire. Ja, das ist cool. Copper kann ich da hinten gut mitverarbeiten. Den kann ich mir nämlich einfach bei uns, also hier abzwacken. Weil das Kupfer läuft ja direkt an dem anderen Erz vorbei und davon haben wir eh zu viel. Ja, stimmt. Das war ja auch alles mit Level 1. Meinern ja. Aufgerechnet. Das heißt, wir haben ja eine ganze, ein ganzes Förderband übrig quasi. Ich glaube, ich muss hier auch eine mehrstöckige Fabrik. Also da. Ich bin halt auch echt. Ja. Also hier auf der Ebene habe ich halt nicht so viel Platz. Ich bin halt im Überlegen, ob es mich stört, wenn ich einfach die Foundation weiter nach da hinten baue, obwohl da die dann halt quasi ins Nichts hängt. Eigentlich stört es mich, glaube ich, nicht. Wie siehst du das? Mach ruhig, mach ruhig. Weil ich hätte eigentlich schon gerne in die Richtung Platz und dann ist es halt nicht, dass die auf dem Boden steht, sondern halt schwebt, aber. Ja, aber das, wir sind sehr gut in Statik und das funktioniert schon alles so. Hier auf dem Planeten herrschen leicht andere physikalische Gesetze. Ich bin aber halt tatsächlich auch am Überlegen, ob ich hier nicht eine zwei, spurige, hätte ich jetzt beinahe gesagt, das ist natürlich Quatsch, Ebene lagige, wie sagt man sowas, über zwei Etagen baue quasi. Ich würde sagen, prob dich aus. Mach ich. Gerade auch. Ich weiß nicht, ich kann linkes Control halten und irgendwie. Ah, okay. Ja, ja, okay. Jetzt habe ich es durchschaut. Gut. Wie kann ich das wieder wegmachen? Ah, und dann markiert man die Sachen einfach so und dann kann man gedrückt lassen und dann ist alles weg. Coole Sache. Ja, ich weiß nicht, ob du es wusstest, also wenn du mal großflächig was abreißen musst, kannst du entweder STRG links gedrückt halten und alles angucken. Und dann wird das halt so orange. Dadurch ging mir das aber eben gerade so, dass ich auch oft irgendwie Foundation angeguckt habe und das dann mit abreißen hätte müssen, obwohl ich es eigentlich nicht will. Man kann aber auch die Sachen einfach angucken und dann STRG einmal kurz drücken und dann wird das quasi einzeln mit einbezogen. Bisschen schwer zu erklären. Das finde ich jetzt irgendwie uncool. Ich habe hier so einen Baum, der geht nicht weg. Das ist tatsächlich ein bisschen uncool.
Ich kann ihn unendlich lang sägen. Ich habe jetzt schon 300 Holz von ihm bekommen und er geht nicht weg. Könnte ein Bug sein oder es ist ein richtig cooler Baum, der ein bisschen kacke jetzt gerade für dich ist. Ja, weil der steht mitten genau da, wo ich gerne meine Foundation jetzt gerade bauen würde. Mies. Das finde ich jetzt echt uncool. Ja, der geht nicht weg. Ich habe jetzt 500 Holz. Was? ein kleines Weltwunder. Dann baue ich wohl doch nicht in die Richtung, würde ich mal sagen. Weil der steht sonst mitten in der Fabrik. Ist schon irgendwie ein bisschen dreist. Kannst du ihn vielleicht sprengen? Hab keinen Sprengstoff mehr. Boah, das kotzt mich jetzt an! So schön alles zurecht überlegt und dann das. Das ist halt vor allem auch nicht so ein kleiner Zweig, der dann durchgeht, sondern die gesamte Baumkrone ist da halt. Also es ist... schon oh Mann! Warum? Gründe. Ziemlich sicher. Was für Gründe? Ja, kleine Überraschung der Entwickler. Schlechte Überraschung. Oh Mann. Trauriges Lust ist traurig. Ja. Wo ich gerade irgendwie mehr angepisst bin wegen dem Baum und weniger traurig. Ach Mensch. Ach, dann muss ich das hier so um die Ecke leiten. Das kann man... So, noch irgendwas? Der. Der. Und dann machen wir das. Dann bauen wir alles nochmal. Alles noch. Schön. Wenn ich auf unseren Kupfer einen Zweier meiner mache und das Fließband verbessere, dann kann ich mir theoretisch eine komplette Kupferader nehmen, oder? Ja, ich glaube, wir hatten eine Sache nicht. Also das gewalzte Kupfer haben wir da auch produziert. Kupferbleche haben wir sie genannt. Genau, Kupferbleche haben wir da auch produziert. Und die waren nicht mehr mit reingerechnet. Das heißt, ja, nimm dir eine Kupferlinie. Dann kommt alles hin, bis auf das gefaltete Kupfer. Bis auf die Kupferbleche so. Alles andere. Weil, also naja, unsere Kabeldinger ist regelmäßig komplett voll und das Kupferdraht auch. Ja, ja, ist völlig richtig. Wir machen mit dem Zeug ja auch nichts. Das steht da ja nur drum. Eigentlich bräuchte ich das Zeug hier hinten, wenn wir die verstärkten Kabel. Also ich muss genau das hier quasi nochmal bauen. Aber das ist ja nicht kompliziert. Das sind ja nur jeweils einzelne. Jetzt bin ich kurz, verwirrt gewesen und wusste nicht mehr, was ich hier machen wollte. Also, Zipline hört sich tatsächlich ganz cool an. Gibt eine sehr coole Hausback-Folge über Ziplining. Ist es nur? Ist das was, was man hier jetzt herstellen kann? Oder was? Naja, hier ist Zipline. Bei Transportation oder? Nee. Hör? Ist das jetzt schon erforscht? Ja, und ich probiere es jetzt auch aus in der Equipment Workbench. Okay, dann probieren wir ich aus. Ich muss das jetzt ausprobieren, ja. Bin ich gespannt. Ob man an den Stromkabel links kommt? Hm. Oh, shit, das wollte ich nicht. Was hast du gemacht? Ich bin in unsere Hyperloop reingesprungen. Ich mag den Hyperloop. Finde ich vom Ding her voll geil. Ah, ja, okay. Cool. Ja? Du hast den Strom zu dir abgerissen, oder? Ja. Oder steht der noch? Na, da kann ich dir nicht zeigen. Aber warte, da ist noch eine Stromleitung, die zu dir führt, glaube ich. Ja, die zu dem anderen Außenposten führt. Die müsste hier noch lang gehen. Ich springe mal auf den Felsen. Ich habe eine Idee. Ach, komm schon. Ich komme dann hier hoch. Ich habe so eine gewisse... Ja, da! Nice. Nee, jetzt habe ich nichts gesehen. No. Ach, nice. Miau. Nice, das ist cool. Haben will.
Schlitter. Ja, volles Inventar. Kann ich dir irgendwas Gutes tun? Willst du eine Batterie? Hier, guck mal. Okay, danke. Und wie benutze ich? Dann muss ich das in die Hand nehmen? Muss es in die Hand nehmen, linke Maustaste drücken und dann an eine Stromleitung ran. Ah. Au. Muss ich da noch E drücken oder so? Nee. Einfach nur rechte Maus. Ja. Cool. Whee! Okay, nette geile Sachen haben sie eingebaut. Das muss man schon sagen. Autsch. Schon cool. Schon ganz cool. Ja, hast du gesehen? Hier oben? Ist es nicht schön? Ja, hier diese riesige freie Fläche jetzt. Ach so, ja. Ja, ich bin auch viel Spaß hier. Ich spring jetzt in den Hyperloop und überleg mir, wie ich das Baumproblem löse. Mach mal. Und wir gucken in der Zeit, was wir hier machen. Ich will mal einen kleinen Fiskus-Stab hier haben. Mag den Hyperloop. Das ist toll. Ja, ne? Aber man muss sagen, da haben sie sich echt coole Sachen einfallen lassen. Mit den verschiedenen Transportwegen, nenne ich das jetzt mal. Das ist ein MK2er. Das ist auch ein MK2er. Ist das da auch ein MK2er? Sind das alles schon MK2er? Ich kann doch irgendwie einen aufrüsten. Ich will mal noch unser Shredder-Ding auf mit Sachen, die eh in den Containern gammeln. Ja. Ach, das Ordnung muss sein. Es produziert halt eh nicht, solange die Container voll sind, also. Deshalb warten, ne? Ich muss jetzt eh erstmal mein Inventar ein bisschen lernen. Von den 500 Holz, die ich mir verdient habe. Alles ehrlich und tapfer. Ich muss mir morgen nochmal die Zeit nehmen und nochmal probieren wegen dem zweiten Rammerriegel, ob es doch wieder läuft, wenn ich ihn wieder reinmache. Das nervt mich. Ja. Glaube ich. Das glaube ich sofort. Okay, zack, zack, zack. Dann fangen wir nochmal an. Das ist jetzt meine Spielwiese hier oben. Wie hoch sind denn 4 Meter Wände? Ungefähr 4 Meter? Ja. Was? 4 Meter Wände sind 4 Meter hoch. Hat sie dir das auch gerade gesagt? Die Computerstimme? Ich habe gerade den Audio-Loop bekommen. I highly suggest you to harvest this specimen. Nee. Aber sie hat es halt so auf random gesagt. Ich habe halt irgendwie nichts angeguckt. Ich bin gerade hier bei Wände. Manchmal habe ich das Gefühl, kommen die so ein bisschen verbackt. Sie hat zu mir geschwiegen. Okay, das haben wir. Kann man noch nicht mehr nehmen. Da muss ich mir jetzt echt Gedanken machen, wie ich hier bauen will. Das ist ein Scheiß. Okay, machen wir uns einen groben Plan. Ah. Jetzt kommt wieder der Moment, wo ich denken muss. Ich möchte eigentlich einen leeren Handslot haben. Einfach einen leeren. Und hier Kohle kann weg. Packe ich den mal weg und dann. Kann man nicht nichts in der Hand haben? Nee, das nervt mich auch total. Also ich habe zumindest noch nicht rausgefunden, wie man nichts in der Hand hat, weil ich will auch nichts in der Hand haben. Oh, man kann pingen. Was vielleicht ganz praktisch ist. Alt-Links-Klick, tatsächlich. Gar nicht so kompliziert. Ah, ja. Ah, nice! Ich bringe hier mal was vorbei, glaube ich. Ich muss es erstmal ausprobieren, was klingt cool. Okay.
Ja, das ist cool. Ich mach dir eins und bring's dir vorbei. Okay, jetzt bin ich gespannt. Ich glaube, davon hat Timmy auch die ganze Zeit geredet, dass wir uns das machen sollen. So, einmal in die Hyperloop hüpfen. Ich werde nie wieder laufen. Du wirst nie wieder laufen? Nein, wegen der Hyperloop meine ich. So. Hallo. Mal da. Für dich. Not enough space for Blade Runners. Ah! Zieh nur was kurz aus dem Inventar. Du ziehst es eh in den Bodyslot. Ach so. Okay. Und jetzt? Jetzt bist du schneller. Echt? Nice. Ja, du bist jetzt deutlich schneller, hüpfst höher und du kriegst weniger Falldamage. Oh, das sind alles drei sehr gute Sachen. Also ich muss sagen, das ist echt geil gemacht. Also sowas gibt's halt in Factorio nur bedingt. Also das ist ganz cool gemacht. Das hast du in der 3D-Welt auch ganz andere Möglichkeiten. Ja, stimmt, man ist schon deutlich fixer unterwegs. Voll cool. So, die verschiedenen und vor allem du siehst es auch. Also ich sehe, dass du die anhast. Ja. Das muss ich eh sagen, ist tatsächlich sehr cool umgesetzt, dass man hier so... Auch, man sieht halt auch, in welche Richtung die andere Person guckt. So, die Bodies sind schon echt cool. Oh, man ist echt fix. Wenn du diese ganzen Kisten einsammeln möchtest, ne, wenn du Inventory-Plätze hast, gerne. Mich stören die, aber ich krieg sie nicht weg. Oh, ich würde dir auch noch richtig gerne 3 Portable Miner geben. Wenn du damit irgendwie was anfangen kannst. Oder die wenigstens irgendwie eine Kiste. Nimm sie dir mit. Das ist lieb, danke. Dann kann ich mich jetzt hier... Ich bin ja gerade dabei, mein Inventar aufzuräumen, dann mache ich es einfach nochmal. Ah nein, Iron, ich will kein Erz dabei haben. Erz dabei haben ist scheiße, das wird man nicht mehr los. Nee, einfach in die Kiste laufen. Ich werf's jetzt einfach weg. Ich wollte gerade sagen, gibt ja eh unendlich davon. Ich bin wieder da, doch nicht trinken und vergessen. Bist du nicht wegen dem Trinken runtergegangen? So, ich bin wieder weg. Bye-bye. Ciao. Ich bringe dir dann das nächste Coole dabei, vorbei, sobald ich es erforscht habe. Ja, und ich versuche das wieder heil zu machen, was ich hier kaputt gemacht habe. Ja, wenn du ansonsten kannst du auch gerne mal versuchen, sobald du mal wieder bei mir in der Nähe bist, ob du den Baum umholzen kannst. Es wäre vielleicht ganz cool, wenn du es probieren könntest, eben jetzt. Echt jetzt? Halte ich es dafür unwahrscheinlich, aber wenn er halt dann irgendwie doch weggeht. Ja, komm, ich versuch's. Also ihn versucht zu sprengen. Nein, das mache ich jetzt noch, wenn du dich da glücklicher mitfühlst. Also ich komme jetzt auch an, aber... Ich behaupte, wenn du ihn nicht weggedrödelt hast, wüsste ich nicht, warum ich es schaffen soll. Wobei bei so Einmachgläsern und so hat man ja auch manchmal... Oder so, oder Streams, die nicht zugehen. Ja, okay, da war das anders. Ja, Mann. Dann hat sich irgendwie getauscht. Da geht's ja tief runter. Zu welchem Baum könnte sie denn... Oh, Achtung. Den hier. Also, du solltest es relativ schnell sehen, welchen Baum ich meine. Den hier? Nein! Den hier! Welchen? Du siehst den nicht! Nee, hier ist kein Baum. Bei dir ist der weg! What the fuck? Bei mir steht hier ein Baum! Wollen wir mal eben ausmachen und neu starten? Vielleicht verschwindet er dann. Ja, aber warte, da muss ich den Bild von schließen, sonst denkst du, ich bin bescheuert. Also ja, ja. Also ich sehe da keinen Baum. Ja, gut, dass wir mal drüber gesprochen haben. Aber dann hast du was zu essen gefunden. Ja, okay, das ist ein gutes Upgrade. Hast du noch Handy-Akku? Ja. Bild los. Schick. Schickst du bei WhatsApp oder was? Ja. Aber es weigert sich gerade. Also, ich sehe den Baum so nicht und ich kann keine Bilder davon machen. Ich glaube, langsam muss ich an mir zweifeln. Ich glaube auch. Und wen?
Also, hier ist auch kein Foto angekommen. Ja, ich weiß, es lädt noch. Jetzt kam es an. Ja. Siehst du, okay. Da ist ein Baum. Ich kann es euch einmal zeigen. Sie sieht da tatsächlich einen Baum, ja. Irgendwie sieht sie da was anderes als wir. Nicht auch, der Sonnenstich war ein bisschen zu viel für sie. Er hält in die Kamera. Also hat er gerade eben schon verzögert und so. Aber ich sehe da wirklich einen Baum. Es war der 8 Meter, es ist der 8 Megabyte RAM-Baum. Ja, aber dann lass mal neu starten, bitte. Okay, machen wir. Ich gehe nur ins Menü. Ich glaube, das reicht. Müsste ja eigentlich. Ja, aber interessant. Ja. Computer sind toll. Alles, was dafür sorgt, dass ich da hinten später anfangen muss mit dem Bauen, ist gut. Ich weiß nämlich noch überhaupt nicht, wie ich das machen will. Ey, scheiße. Gut. Hudos. Du kleiner Hudos. Wo war das? Jetzt sehe ich den Baum aber auch. Jetzt ist der Baum da. Nein, er soll weg sein. Das war nicht die Intention dahinter. Sicher? Ja, kannst ihn weg. Ja, ich guck mal. So. Einmal mit der Kettensäge da so halbwegs dran getätschelt und weg ist er. Jedenfalls für mich. Nein, er ist immer noch da. Nein. Doch. Also ich habe ihn jetzt weggemacht. Okay, wo auch immer du bist, halt dich mal von dem Baum kurz fern. Was soll mich fernhalten? Ich wollte den Baum sprengen, aber es hat nicht geklappt. So, aber jetzt habe ich den ja weggemacht, dann lade ich jetzt nochmal. Also ich gehe jetzt nochmal raus und nochmal rein. Weil jetzt müsste mein Spiel ja wissen, dass er weg ist quasi. Hoffe das so, ich meine. Oh, das ist der auf ewig respawnende Baum der Freude. Der dich nicht wirklich freudig stimmt. Nee, nicht so 100%. Irgendwie nicht, ne? Nee. Ja, der Baum ist wieder da. Das ist ja echt mies. Okay, also baue ich in die andere Richtung halt dann, dass ich die Plattform nach da überhängen lasse, weil ich will den nicht. Ich habe ihn jetzt nochmal abgesägt, aber wenn der schon auch respawnt, ist das schon merkwürdig. Ich kann ihn ja noch nicht mal absägen. Wenn ich ihn absäge, verschwindet er einfach nicht. Ja. Wie gesagt, ich habe hier unlimited Holz. Aber du hast das Holz bekommen. Also das ist ja schon lustig. Ja, also, ich bekomme das Holz, aber er geht nicht weg. Dann ist es ja nicht nur ein Grafikfehler, sondern halt auch ein Mechanikfehler quasi. So viele rote Gummibärchen hast du in deiner Tüte Gummibärchen. Na, ich hoffe, dass du irgendwann auch noch mal ein paar grüne findest. Wäre lecker. Ich mach das mit wie gesagt, dann baue ich halt nach hier. Ja, das tut mir leid, aber das sind ziemlich meiner Macht. Du hast es versucht. Ich hab's versucht. Ja. Es gibt halt tatsächlich auch Dinge, die sich deiner Macht entziehen. Ja, ich habe versagt. So ist es nun mal. Grüne Gummibärchen sind auch toll. Ja, das stimmt. Wobei ich persönlich mag die roten mehr. Was mag Lys am meisten Gummibärchen? Orange. Orange? Ja. Das ist jetzt verwirrend, okay. Ich mag die orangenen Gummibärchen am liebsten. Das darfst du. Das ist okay. Ich find's nur verwirrend. Du hast übrigens nichts in der Hand, wenn du alle deine Items aus der Hand rauspackst. Ja. Finde ich auch nicht gut. Wow. Ist ja nice. Was? Ich habe was für dich gefunden, das könnte für dich interessant sein. Geh mal in die Option. Dann geh ich sehe es gerade bei dir. Arachnophobia-Mode. Ja, aber das ist mir egal. Hier dürfen Spinnen rumlaufen. Ich spiele ja auch, ich weiß nicht mehr, wie es heißt, aber das Spiel, wo man ganz klein geschrumpft wird und in einem Garten rumrennt. Klein Schrumpf-Gartenspiel war das, glaube ich. Ja, genau. Und da wird man auch von Spinnen verfolgt, die dann ungefähr 20 mal so groß sind wie man selbst. Das schaffe ich auch. Siehst du mal. Ich glaube echt, ich habe eine fucking Mittelohrentzündung oder sowas. Das ist doch nicht normal. Aber ich glaube, mit einer Mittelohrentzündung würde ich ganz anders hier sitzen. Ist das irgendwie, ist das komisch.
Am Montag machst du dir einen Termin beim... Ich geh vorbei. Ich bin eh in der Stadt. Ich gehe auf dem Rückweg direkt dran vorbei. Zeig. Yo, Schmerzen. Großer Voodoo-Mann, heile mich. Rot bevorzuge ich auch. Ja, das Ding ist, wenn man einen grünen und einen roten zusammen macht, hat man quasi einen orangen, oder irre ich mich da? Ne, gelb und rot wäre orange, ne? Ja. Was ist denn denn grün und rot? Grau? Ne. Grau? Einfach nur matschig, ne? Ja, es gibt keine schöne Farbe. Verdammt. Okay, ich muss mich konzentrieren. Also, ich gehe hier nochmal hoch und dann überlege ich, was ich mache. Wir haben Eisen. Und wir haben Eisen. Da hinten haben wir Kohle. Wie oft habe ich hier Eisen? Ich habe drei Eisendinger. Drei Eisen, einmal Kupfer, einmal Kohle. Gut, ich zähle einmal alles zusammen, weil ich mir unschlüssig bin. Das sind 120er. 120. 120. Das mit den weniger Fallschaden ist schon sehr angenehm. Das ist gut gemacht. 60. Oh, das sind nur 60. Das ist noch ein Einer? Nee, das ist ein Zweier. Der haut 60 raus. Ah, hier haben wir auch noch eins. Das war... Oh nein. Ja, ich bin selber schuld. Ich gebe es zu. Ich hätte dir meine Miner nicht mitgeben sollen. Ich brauche sie jetzt. Ich mache mir neue. Gehen die... Wo gehen die? Ob hier sind oder nicht da. Equipment war das, glaube ich. Ah ja, wenn ich die Miner dann jetzt aber verbessere, muss ich auch die Bänder verbessern. Ansonsten bringt das nicht so viel. Ach, den Aufzug muss ich dann auch verbessern. Oh, ich will nicht den Aufzug neu über... Oder kann ich den drüber? Den kannst du drüber klatschen, glaube ich. Ah, sehr gut. Ja, geht. So. Gehen wir mal nach... Erstmal nach da aus, den baue ich gleich eh neu, ist mir egal. Erstmal geht es nur darum, dass ich sehe, wie viel gefördert wird. 60, also der haut 60 raus, der haut 60 raus. 2x 60 sind. 120. Ja, plus 120. 240. Plus 120. 360. 360. Das heißt, ich habe 360 Eisen. Ich habe hier drüben noch ein Steinfeld gefunden. Hier direkt nebenan, das liegt hier direkt. Direkt hier nehmen. Soll ich dann diese Stahldinger hier machen? Die encrusteten Superstahldinger. Kannst du machen, wenn du willst. Weil würde sich anbieten, bevor wir das Stahl, den Stahl nach da hinten bringen. Beziehungsweise... Ich meine, wir brauchen bestimmt irgendwann irgendwie auch nochmal den Platz da. Also. Wir brauchen alles überall, denke ich. Ah! Oh, es geht jetzt bergab. Gut, dann fangen wir an. Dann überlegen wir. Hast du noch Steel Beams? Ja. Ich leg dir die. Ach, da bist du. So, gut. Also, was genau muss ich machen? Ich muss Stahl herstellen. Ich bin mir nicht ganz sicher, was jetzt so der schlauste Schritt ist. Oh, nein! Hä? Man kriegt doch... Oh, mein ganzes schönes Inventar. Ich glaube aber... Dort. Ja, ich bin gestorben, aber ich glaube, es liegt auf... Ich bin ja auf dem Förderband gelandet und gestorben. Das heißt, eigentlich müsste es da hinten rumliegen. Da habe ich mich ein bisschen überschätzt. Oder den Fallschaden unterschätzt. Nur da lang, da lang, da lang, hier hoch, da rum. Hoffentlich liegt mein Inventar noch da. Drück dir die Daumen. Danke. Ach, komm schon. Das finde ich jetzt unfair. Ich bin auf dem Förderband gestorben. Sollte die Kiste auch auf dem Förderband liegen. Hm.
Scheiße. Wo liegt denn die Crate? Sehe ich sie hier irgendwo? Nö. Ne. Oh Gott. Ich müsste den Death Counter hochjuckeln lassen. Wir sparen uns das. Ich bin ein bisschen deprimiert. Ich brauche eine Resonanz. Ich bin auch deprimiert. Ich hänge in einem Baum fest. Brauchst du Hilfe? Ich versuche gerade, ob ich ihn. Okay, ich konnte ihn selbst wegmachen! Das ist doch schon mal gut. Was ist das für ein hässliches Geräusch, was ich da gemacht habe? Das brauchen wir, das brauchen wir, das brauchen wir. Davon nehmen wir auch nochmal ein 100er mit. Also ein Stack 500 meine ich. Das haben wir, das haben wir. Hatten wir auch nochmal ein paar mit. Ich habe hier halt echt viel Zeug, das wir eigentlich gar nicht gut benutzen. Schon irgendwo spannend. Weiß egal. Das nehmen wir mit. Ja, was wir halt vor allem auch nicht mehr benutzen. Wir haben es mal benutzt, aber jetzt brauchen wir es halt viele Sachen einfach nicht mehr als Rohform. Ja. Also Zement wäre schlau. Fehlt mir noch irgendwas? Ja, bestimmt. Ich war mein Inventar voll. Jetzt fehlt ganz viel, aber ich kann auch nicht so richtig durchschauen, was. Ich will auch nicht so oft hin und her laufen. Okay, zwei Portable Miner brauche ich auf jeden Fall. Ärgert mich so mit dem Inventar. Ich war so kurz davor, jetzt wirklich loszulegen. Und jetzt sowas. Ja, ja, du drückst dich nur davor, loszulegen. Du hast es vorher doch selbst gesagt. Ja. Das hat tatsächlich keine Absicht. Oh, 3 Frames und 50 Quickwire. Wo kriege ich Quickwire her? Bei dir da hinten? Ist das irgendwo eingelagert? Ja. Ja. Kannst du dir einfach rausnehmen? Dumme Frage, kannst du nach unten gucken? Also auf deine Füße? Ja. Ja, ich nicht. Das ist voll komisch. Ich kann halt nur ganz. So ist maximal. Ich kann nicht weiter runter gucken. Ich weiß auch nicht genau, was das bedeutet, aber. So merkwürdig. Frames habe ich, das habe ich ganz hier hinten. So, das sind die. Das ist so irritierend, dass ich nicht. Ich kann halt nicht nach unten gucken. Nee. Ja. Gut, dann bauen wir. Das ist jetzt das Einzige, was ich herstelle, also. Der Rest kommt jetzt erst. Ich starte aber nochmal neu. Also gleich, wenn ich hier meinen Inventar. Ich sag vielleicht nochmal Bescheid, weil ich. Das ist halt irritierend. Sobald ich nämlich auf eine Schräge laufe, gucke ich damit auch automatisch hoch. Also wenn ich auf eine Rampe gehe, gucke ich auf einmal in den Himmel und sowas. Das ist merkwürdig. Ja, okay. Das klingt tatsächlich ein bisschen komisch. Ja, also, ist gar nichts. Also. Es könnte fast so sein. Also deshalb habe ich eben auch nachgefragt. Es fühlt sich so an, als wenn das normal ist. Aber ich habe mich daran erinnert, nee, das ist nicht normal. Ich konnte doch früher nach unten gucken. Das ist komisch irgendwie. Den nehmen wir einmal mit und das reicht mir dann auch erstmal. Das ist mit das Wichtigste hier. Ja, dann speichere ich jetzt. Ja, speichere ich jetzt nochmal. Und ich gehe einmal nur ins Hauptmenü. Mal gucken, ob es jetzt schon besser geht. Das ist bestimmt die Strafe dafür, dass ich zweimal den Baum gesägt habe. Ja, ich kann wieder nach unten. Ach, ich werde jetzt schon sehen, was mir noch fehlt. An Inventar. Ich fange erstmal an, da hinten zu. Ah, umdrehen. Umdrehen. Da lang. Ich muss noch einen Miner bauen. Dafür brauche ich auf jeden Fall dieses Zementzeug, das Verbesserte.
Ah, da brauche ich auch Stahlbarren. Hast du noch Stahlbarren? Barren nicht. 13 Stück habe ich noch. Ja, dann machen wir das später. Das ist der andere Mist passiert. So, und kann ich dann hier nochmal hier so einen Inhaler nehmen? Wir hatten doch hier. Muss ich so ein bisschen was essen. Ich habe Angst vor dieser großen Aufgabe. Ich will damit nicht anfangen, aber ich muss damit anfangen. Das ist mal scheiße. So kompliziert ist es eigentlich. Ich meine, es stand da vorher auch. Nur jetzt halt nochmal ein bisschen besser durchdacht. Und dann ist das alles okay. Das Einzige, was mich halt gerade stört, ist halt, dass ich die Eingangsfrage in meinem Kopf nicht beantwortet bekomme. Und die ist quasi, mache ich erstmal zum Beispiel aus allen Eisen, will ich alle Eisen Erze, die ankommen, zum Beispiel gleich an einer Stelle nebeneinander zu Barren machen. Obwohl die dann später für verschiedene Produkte benutzt werden. Oder soll jedes Produkt seine eigene Produktionslinie haben? Das ist halt die eine große Designfrage, die ich im Kopf habe und ich weiß nicht, was am besten ist und deshalb bin ich genervt. Ich genervt sein. Also ein Schmelzofen wandelt um 30-30. Gut, wir brauchen, ich habe es jetzt schon wieder vergessen, 360 habe ich gesagt, Eisen habe ich hier, ne? 120, 240 und ein 2x60 sind 120, 240, 360. 360 geteilt durch 30 sind 12. Das heißt, ich brauche 12 Öfen. Das ist halt schon eine fette Ansage. Das ist dann nur das Eisen. Aber teilweise soll das Eisenerz hier direkt zu Stahl werden. Dafür brauche ich Foundries. Und Foundries brauchen keine Eisenbarren, sondern Eisenerz. Das heißt, so kann ich gar nicht rechnen. Das heißt, ich muss wissen, wie viel Eisenbarren brauche ich und wie viel Stahlbarren brauche ich. Das ist die große Frage. Okay. Ist Jenny eigentlich noch da oder hat sie uns vergessen? Jenny, hast du uns vergessen oder bist du noch da? Ich glaube, wenn du einfach eingeschlafen bist, dann haut dich Lys irgendwann grün und blau. Dann gibt das Ärger und es kommt noch härter. So, mein Ziel hier sind Statoren. Dafür brauche ich aber keinen Stoff. Dafür brauche ich Stahlpipes. Oh, ich weiß es doch nicht. Ich bin da, aber anderweitig beschäftigt. Tut mir leid. Oh, 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 oh. Man anderweitig beschäftigt ist, ist vorher Bescheid sagen, wenigstens ganz nett. Hör dir das gut an. Musst du die ganzen grünen Gummibärchen raussuchen. Ah, okay. Das macht Sinn, glaube ich. Glaube ich. Okay, jetzt nochmal ganz kurz High Concentration. Wie viel Stahl brauche ich hier? Antwort: ein bisschen. Wenn ich schon drauf vertraue, dass jemand da ist und die Person ist dann plötzlich ohne Vorwarnung weg, finde ich das schon nicht so lustig. Nee, dann gibt das aber Popoklatsch mit Anlauf. Gut, rechnen. Ich muss rechnen, wie viel ich brauche. Die Frameworks brauchen 12 Barren. 2 Stück. 5 pro Minute stellen wir her. Das ist ja auch behindert. 5 pro Minute. 2 stellen wir her. Das sind 2,5 Arbeitsschritte. 2,5. 12, 24, 24, 36. 30 Träger. Hier brauchen wir 30 Träger. Für diesen Arbeitsschritt 30 Träger. Check, das wollen wir haben. Das sind 30 Träger. Dann möchte ich Automated Wiring produzieren. Dafür brauche ich 2,5 pro Minute. 2,5 davon. 3, 6, 7,5.
davon. Oh Gott, zwei brauchen drei. Mal 10 sind 3. Oh Gott, ist das schwer zu rechnen. What? Aber ich mache das im Kopf, ist mir egal, das ist so schwer ist das nicht. Nochmal kurz überlegen. 5 pro Minute wollen wir davon herstellen. Dann brauche ich 30 Stahlträger. 30 Stahlträger. Ich rechne erstmal meinen Bedarf an Stahlträgern aus. 30 Stahlträger brauche ich hierfür. Pro Minute. Ja. 30 pro Minute. Für die Dinger brauche ich 3 davon. Pro Minute, ist das richtig? Nee, nicht 3, sondern 7,5 pro Minute brauche ich dafür, ne? Ich will 5 Rotoren pro Minute herstellen. Wobei, das stimmt ja auch gar nicht. 5 stellen wir hier her. Das brauchen wir aber gar nicht. Wo sind die? Ach da, Statue. Davon will ich 2,5 die Minute herstellen. 2,5, das ist eine 1:1 Rechnung, das heißt, ich brauche 2,5 Statuen. 2,5, das heißt, ich brauche 3, 6, ja, 7,5 Pipes. 7,5 Pipes brauchen gar keine Stahlbarren, sondern nur Stahl. Doch, brauchen Stahlbarren, keine Stahlträger. Okay. Das heißt, wenn ich davon 7,5 herstellen will, dann stellen wir davon einfach mehr her. 20 pro Minute, ich will, dass das Ding vorläuft. 20 pro Minute sind 10 Arbeitsstunden, das heißt, ich brauche 30 Barren dafür. Und 120 sind 150. Und davon möchte ich auch möglichst viel haben. 6 pro Minute. 6 mal 4. 24. Ich muss gerade meinen eigenen Shit rechnen, mit dem du mich gerade super verwirrst, weil. Ich jetzt zwei Zahlen gleichzeitig im Kopf habe. Ja, ja. Kann ich verstehen. 96. Ich muss mein Handy nehmen. Wo ist meine Taschenrechner-App? Wo ist meine Taschenrechner-App? Da. Ich komme auf 246 Barren. Bin mir nicht sicher, ob das stimmt. 246. Dachte ich hier auch, ich habe mir die einfachere Aufgabe, also ich habe mir auf jeden Fall die einfachere Aufgabe rausgesucht, aber ich bin gerade trotzdem ein bisschen verwirrt. Halt durch 4, 61,5. Nein, das kann ja nicht sein. Ah, ist das Kacke! Ich hab voll den Hänger. Oh, kotzt mich das gerade an. Ist ja richtig schlimm. Psst! Nicht stören. Wer stört da? Naja, so kann es gehen. Ah!
kotzt mich das gerade an, wie dumm ich mich fühle. Okay. Ich fange jetzt einfach an und rechne währenddessen und dann gucken wir, wie weit wir kommen. Jetzt nicht im Vorhinein alles ausrechnen. Die Rechnung an sich ist gar nicht, ich bin einfach nur unkonzentriert gerade, das ist halt nervig. Ich bin unkonzentriert, weil wenn ich im Kopf was rechne und mir dann irgendjemand zwischendurch eine andere Zahl sagt, bin ich 100% raus. Ja, dann ist vorbei. Und ich glaube, ich baue hier gerade den absoluten... Moin moin, du geiler Fabrikbesitzer. Also ich rechne jetzt nicht mehr laut erstmal. Hallo Timmy Schwarze. Okay, also ich brauche jetzt hier... Nee, das macht auch komplett keinen Sinn. Obwohl doch die beiden zusammen liefern mir 60 pro Minute. Ich brauche 20 pro Minute für einen. Also könnte ich 3 Constructor hier hinten dran setzen. Ja, doch, ergibt Sinn. Wie viel kann unser aktuelles Band, das beste Band, 120 pro Minute? Ja, wir können ein besseres erforschen noch. Ja, aber das reicht mir. Das heißt, ich könnte... Ich muss ein... Nee, aber wenn ich eins der Bänder teile, dann geht's hier... Oh Gott! Das ist der Part, den ich dir überlassen wollte. Nicht, wo ich mir das jetzt selbst überlegen wollte. Buhu! Scheiße gelaufen, würde ich mal sagen. Ja... Okay, ich brauche 20 pro Minute, die ankommen. Hab aber 30 pro Minute, die ankommen. Wie muss ich 3 Bänder, auf denen jeweils 30 pro Minute ankommen, zusammenführen und wieder teilen, dass ich bei 3 Bändern, wo jeweils 20 pro Minute rauskommen, lande? Nochmal ein bisschen langsamer. Nochmal bitte. Okay, ich habe 2 Melter. Da kommen ja. Wir beiden 30 Iron Ore, 30 Ore, oder 30 Barren pro Minute raus. Ja. Auf 2 Bändern. Dahinter will ich jetzt 3 Constructors bauen, die jeweils 20 pro Minute Input brauchen. Dann lässt du die beiden 30er auf ein Band laufen, dass sie zusammenliegen. Das Band packst du dann in einen Splitter und da hast du ja 3 Ausgänge. Okay, also einfach einmal zusammen und dann wieder durch 3 teilen. Genau. Okay. 60 gehen rein und werden auf 3x20. Wie geht's dir, Timmy? Alles gut? Also wir düsen hier lang. Okay, also, ich mache das jetzt wie folgt. So, mal gucken. Es ist zu hoch, ich darf da nicht runterspringen. Hier darf ich runterspringen. Alles geht. Waren das 120 oder 240? Sind sogar 240, das ist schon heftig. Durch das Förderband kommen hier nur 120 raus. Aber mit dem nächsten Förderband würde das dann mehr Sinn machen. Das heißt, ich lasse das jetzt. Ich baue, als hätte ich mehr Kohle, als wir in Wirklichkeit haben. Weil mit dem nächsten Band-Upgrade kriegen wir da auch mehr Kohle raus. Gut. Ah, geht. Gut. Nein. So, da ist noch. Der soll weg. Wo will ich da mit links? Gut, ich fange hier mit den Foundries an. Bin ich froh, dass man alles so oft hinsetzen kann und wieder löschen kann, wie man will. Das ist echt... Ansonsten dürftest du mir echt keine Bauaufgabe geben. Wir würden so viel an Ressourcen verlieren. Ich bin da jetzt auch nicht so viel besser. Rechnen.
3x45 sind 40, 80, 120, 135. Das heißt, es kommt nicht hin. Das heißt, sie würden alle ein bisschen weniger als 135. Und 40, 90, 135. Packe ich hier noch einen vierten hin? Ich glaube, ich packe sogar noch einen fünften hin. Das wären dann 225, ne? 450. 225. Das wären 225 Stahldinger. Stahlbau. Ich versuch's. Das wird zwar nichts. Aber ich versuch's trotzdem. Will ich hier überhaupt mit dem Stahl anfangen? Eigentlich ja auch nicht. Oh, also dann gibt es hier die. Und will ich hier mit dem. Ich mit Smeltern anfangen. Okay, das ist halt jetzt so. Das kriege ich nicht besser gemanagt. Ich habe dann halt. Also ich. Ich brauche eigentlich nur 25 Kupferblätter pro Minute, aber habe jetzt 30. Das ist halt jetzt so. Ja, das ist okay. Denk ich lasse sie zwischendurch, kann ich sie von mir aus auch noch irgendwo reinlaufen lassen als Zwischending oder so, dass wir sie da dann sammeln können. Was weiß ich. Ich habe volles Vertrauen, dass du das da hinten schon machst, weil ich habe keine Ahnung, was ich mache. Ja. Ich habe keine Ahnung, was du machst. Du machst das schon. Alle meine Gehirnaktivität verschwende ich gerade darauf, das hier irgendwie. 30, 60, 90, 120. Gute ist, mir gucken keine Leute zu. Also ich kann die absoluten Mumpitz bauen und mich kritisiert keine. Aha, mich kritisiert ja auch keiner. Die werden alle gemutet. Nochmal 120. Gut, das sind 8. 8 Smelter nebeneinander. Passt das? Das passt. Ist der Abstand jetzt überall gleich? Nee. Zack, zack, zack. Wir sind jetzt bei 53 Minuten. Ich würde jetzt noch mal einen Cut machen. Willst du noch spielen? Weil ich bin jetzt halt. Ich muss jetzt halt wissen, ob ich jetzt das Projekt hier noch anfange. Das würde ich dann halt auch durchziehen wollen. Wie lange brauchst du durchziehen? Weil dann ist die Frage, ob wir es machen oder nicht. Ja, also ich würde jetzt halt noch einen Part machen dann. Stunde. Ja, dann machen wir noch einen Part. Okay. Dann sage ich jetzt Tschüss und im nächsten Part drücke ich mich nicht länger aus. Ich stürze aus Versehen wieder in den Tod oder werde in die Luft gejagt. Hast du noch C4? Nee, gerade nicht, aber das lässt sich nachproduzieren. Ja, mach mal. Auf jeden Fall, ja, ich werde jetzt hier voller Elan anfangen, hier zu bauen. Ja, und das machen wir im nächsten Part, machen wir dann hier die Stahl und verbesserte Kabel und verbesserter Zementstahlträger und ich weiß gar nicht, wie dieses Ding hier in der Mitte komisches Zeug heißt. Das machen wir. Ich freue mich da jetzt schon drauf. Bis gleich.